Don't fight the Fed. Das war das Mantra der Bullen über ein Jahrzehnt, seit die Notenbanken in der Finanzkrise rettend eingegriffen haben, umso mehr als sie dann nochmal rettend eingriffen im Jahr 2020 bei dem Corona-Crash. Don't fight the Fed meinte, stelle dich nicht gegen die Fed, stelle dich nicht gegen die Liquidität der Fed. Das hat die Bären schwer getroffen und die Bullen in diesen Jahren erfolgreich gemacht, aber jetzt ist eben etwas anders geworden. Don't fight the Fed heißt jetzt, wenn die Aktienmärkte zu stark steigen, dann lockern sich die Financial Conditions, dann muss die Fed wieder mehr auf die Bremse treten, dann schwingt die Wirtschaft noch stärker ab und das ist dann noch schlechter für Aktien. Dementsprechend könnte man sagen, die Bullen schaufeln sich derzeit ihr eigenes Grab, wenn sie immer weiter mit ihren Hörnern die Märkte nach oben treiben wollen. Und es ist noch nicht allzu lange her, dass Jerome Powell richtig draufgehauen hat in der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung. Wir erinnern uns an die Jackson Hole-Rede. Nach jeder fulminanten Rallye an den Aktienmärkten, die Financial Conditions praktisch extrem lax gemacht hat und damit die Zinsanhebungen der Fed unwirksam macht, und das ist nicht im Interesse der Fed und schon gar nicht von Jerome Powell, muss dann eben immer wieder draufgehauen werden. Und das ist der eigentliche Widerspruch im bullischen Narrativ, der sagte, wir haben den Boden gefunden, jetzt geht es nur noch nach oben, Inflation fällt, damit haben Sie recht, aber es kommt dann ein anderes Problem auf uns zu, nämlich die Wirkung der Zinsanhebungen, die kommt noch, und die Wirkung der Enthebelung kommt noch. Wir sehen das jetzt im Kryptobereich, wie diese Enthebelung bereits beginnt. Aber Goldman Sachs sagt, der gestrige Move, den wir hatten an den Märkten, war der drittgrößte im Bereich Financial Conditions. Also es haben sich nur bei zwei Gelegenheiten in der Börsengeschichte die Finanzkonditionen noch mehr gelockert als am gestrigen Handelstag. Und das ist eben die Dialektik an dieser ganzen Geschichte. Looser Financial Conditions now, more Fed Tightening, worse ultimate economic and market outcome. Das ist genau die Dialektik, die hinter dieser vermeintlich zwingenden Logik der Bullen steht, die natürlich recht haben und sagen, ja, die Inflation ist wahrscheinlich gar nicht mehr das eigentliche Problem, aber verkennen, dass die Hebelung, aus meiner Sicht zumindest verkennen, dass die Hebelung das Problem ist, die jetzt enthebelt wird durch die Zinsanhebungen, und dass dieser Widerspruch eben gegeben ist, je mehr die Märkte steigen, umso mehr muss die US-Notenbank dann wieder die Geldpolitik strafen. Schauen wir uns mal hier diesen Tweet von Liz Saunders an. Der gestrige 7,4% Gewinn beim Nasdaq ist einer der 20 größten Anstiege des Tech-Index seit dem Jahr 1971. Davon waren 16, also 80%, waren in Bärenmärkten. Ausnahme 2020. Was hat die Fed da gemacht? Das Gegenteil von dem, was sie derzeit macht. Sie hat die Zinsen gesenkt und Liquidität ins System geschickt durch Quantitative Easing. Und 2009, ähnliche Situation. Notenbanken haben die Märkte unterstützt. Dieses Setup ist derzeit schlichtweg nicht da. Und deswegen zweifle ich an der Nachhaltigkeit einer jeden Rallye noch, solange nichts kaputt gegangen ist. Erst wenn etwas kaputt geht, dann wird die Fed umsteuern, dann wird es sozusagen die Zeit sein, long zu gehen, nachhaltig long zu gehen und auf steigende Kurse zu spekulieren. Viele, viele Gelegenheiten gab es ja, wo wir gesehen haben, zwischen etwa 2000 und 2002, da hatte der Nasdaq 14 Handelstage, wo er mehr als 6% gewonnen hat, und 14 Mal lag man falsch, wenn man den Boden ausgerufen hat. Das sollte vielleicht eine kleine Warnung sein, und Goldman Sachs hat gestern, oder hat zur gestrigen Rallye jetzt bemerkt, ja, das war nicht so wirklich healthy, nicht so wirklich gesund, diese Bewegung, denn die wurde angeführt von den lowest quality stocks, also den Aktien mit den schlechtesten Bilanzen. Das sind diese non-profitable Tech-Unternehmen, die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood ganz gerne im Depot hat, und most hated eben, die auch viel geschortet waren, wo eben die Leute nicht drin waren. Nachdenklich stimmt mich allerdings auch, dass Degindus, der EZB-Vize-Fed-Chef, sagte, dass die Märkte überreagiert hätten auf die positive
positiven CPI-Daten, also auf die Inflationsdaten in den USA. Da muss ich jetzt nochmal nachdenken, ob das wirklich, ob der Mann nicht, also wenn der das sagt, dann macht mich das schon wieder misstrauisch. Unten sehen wir aber immer Pivot oder beziehungsweise Inflation hat den Hochpunkt erreicht und jedes Mal gab es einen auf die Nüsse. Ja, die Inflation hat ihren Hochpunkt erreicht, aber es wird eben jetzt mit den Zinsen nicht nach unten gehen, sondern absehbar weiter nach oben gehen und darauf referiert auch JP Morgan-Chef Jamie Dimon, der sagt, da kommt einiges auf uns zu. Die Zentralbanken sind too late to the game to fight inflation gekommen. Also die sind schlichtweg zu spät gekommen. Jetzt haben sie halt dann den Vollbremsungsmodus eingelegt und dann hast du ein Problem mit der Stabilität deines Wagens. Wir sehen diese Abschwächung der US-Wirtschaft etwa in dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Oder Michigan, wie es glaube ich richtig heißt, hier da auch die Inflationskomponente gestiegen wieder jetzt, die Erwartungen für die Inflation in 5 bis 10 Jahren, darauf achtete die Fed sehr, sehr stark, wirklich ziemlich depressive Stimmung, wenn das sich umsetzt in Konsumverhalten und das sieht ganz so aus, denn die Sparvolumen sind ja massiv zurückgegangen bei den Amerikanern, dann wird der Konsum sich abschwächen und viele, viele Leute sind jetzt auch doch deutlich ärmer geworden durch diese Krypto-Turbulenzen um FTX, die heute jetzt praktisch Insolvenz angemeldet haben. Der Binance-Chef, der ja dann FTX nicht gekauft hat, Zhao, sagt, also wir haben hier eine Kaskade an Kryptokrisen, die sich hier praktisch aufspulen können und da sind viele, viele Player im Finanzmarkt investiert und irgendwie hängen sie alle da drin. Er spricht auch praktisch von der Gefahr eines Crashes wie in der Finanzkrise. Gut, damals war das Volumen höher, um das es ging, nämlich der Immobilienmarkt. Da hing einfach viel mehr dran, aber das Volumen auch hier in diesen Kryptobereichen ist nicht gerade unerheblich. Alleine eine so lächerliche Firma wie Alameda Research, die praktisch ein Krypto-Hedgefund waren, die haben offenkundig jetzt Verbindlichkeiten zwischen 10 und 50 Milliarden Dollar, also die haben Schulden in dieser Höhe. Und das ist die junge Dame, die das mit verursacht hat, dieses Interview. Muss man sich anschauen oder Ausschnitte aus diesem Interview? Nein, ich handle nicht nach mathematischen Regeln, obwohl ich Mathematik studiert habe. Nein, wir haben keine Stop-Losses. Und das wirkte wirklich, wie hier dieser Tweet schreibt, a bunch of kid amateurs, also eine Gruppe von kindlichen Amateuren, haben hier Milliarden verwaltet und in den Sand gesetzt. In Zeiten ultralaxer Geldpolitik hast du Exzesse, hast du Hebelungen und in Zeiten des Gegenteils hast du Enthebelung und dann fliegen plötzlich die ganzen Leichen nach oben, dann wird der Dreck nach oben gespült und man sieht ihn dann auch erst wirklich. Das gilt vielleicht ein Stück weit auch für El Salvador, jetzt einen Staat, der 60% mit seinen Bitcoin-Käufen bis jetzt im Minus liegt. Also das ist dann auch ein kleines Problem. Warum bin ich skeptisch bei dieser Rallye, respektive die Nachhaltigkeit dieser Rallye? Erstens sehen wir, dass hier die Junk Bonds nicht in dem Maße steigen. Das ist das, was du brauchst. Als Frühindikator, als Fieberthermometer eines Marktes brauchst du Junk Bonds, also praktisch die Achillesferse jetzt in dieser Situation einer strafferen Geldpolitik. Die müssen Entspannungssignale zeigen, müssen vorangehen. Im Prinzip, das ist nicht der Fall. Wir sehen, dass die Tech-Werte mit Ausnahme von gestern nach wie vor deutlich hinter Value hinterherhinken. Und wir sehen eben, das hatte ich heute Morgen, hatte ich diese Grafiken schon gezeigt, dass wir wirklich ziemlich am Anschlag sind. Advanced Decline Volume beim Nasdaq oder S&P Bullish Percentage Index. Man könnte da sehr, sehr viele Grafiken rausholen. Jedenfalls erwartet die Bank of America, dass die Turbulenzen bei Big Tech erst begonnen haben. Und mir fallen da zwei Firmen ein, die da vielleicht noch Potenzial haben. Das ist Tesla und Apple. Und da sieht man Ähnlichkeiten zu Japan in den 90ern, Internetblase 2007, US-EU-Banks und BRICS Resources 2011. Kann man darüber diskutieren, aber die Bank of America lag mit ihren Einschätzungen, zumindest was den Markt betrifft, bisher sehr, sehr gut in diesem Jahr. Die Hedgefonds allerdings, die waren vor den gestrigen Inflationszahlen nicht oder wenig oder unterinvestiert in Tech und das erklärt vielleicht, dass der Nasdaq dann deutlich gestiegen ist oder noch deutlicher gestiegen ist als die anderen Indizes in den USA, auch als der Dow Jones. Man hält sich heute auch, oder vor allem als der Dow Jones, der zuletzt so gut gelaufen war, heute auch der
der Nasdaq wieder stärker als der Dow Jones. Kommen wir jetzt zur Geopolitik. Trump mit einer vollen Breitseite gegen DeSantis, den er ja De Sanctimonious nennt, also praktisch Mr. Scheinheilig. Das ist wieder, also eine Qualität hat der Donald Trump, er kann Spitznamen für andere erfinden, die wirklich geistreich sind, sonst, glaube ich, tut er sich keinen Gefallen dazu. Seine Berater sagen, warte noch, bis du deinen Antritt für als Präsidentschaftskandidat der Republikaner erklärst, warte noch etwas. Nein, er wird jetzt am 15. wohl dann nächste Woche, wird er sich da erklären, und schießt also hier schon gegen den mittelmäßigen republikanischen Gouverneur. Also er hat voll DeSantis im Blick und hat nach meiner Auffassung, wird es schwer für ihn, diesen Kampf wirklich zu gewinnen. Diesen Kampf gegen Corona nimmt jetzt China auf. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Märkte heute dann nochmal gestiegen sind. Die Futures gleich nochmal im Plus waren, weil China so ein bisschen die Corona-Regeln lockert. Ein Artikel dazu bei Finanzmarktwelt, der neue 20-Punkte-Plan für die Corona-Politik. Das hat heute nach den Hang Seng um 10% oder mehr als 10% nach oben gebracht. Es sind betroffen vor allem eben die ganz großen Städte. Ob das Onselengran wirklich, na, oder welche Auswirkungen das hatte, wird man sehen. Jedenfalls hat es hier den Yuan massiv beflügelt. Dollar-Yuan jetzt deutlich gefallen, hat den Märkten auch geholfen. Gestern der Dollar ja mit dem ersten Nackenschlag oder großen Nackenschlag auch im Verhältnis zum Yuan durch die Inflationsdaten. Und dann der zweite eben jetzt durch diese leichte, ganz leichte Aufweichung der Corona-Regeln in China-Chart von Capital.com. Wenn wir bei der Geopolitik bleiben, interessante Begründung der Russen, warum sie aus Kherson zurückgezogen sind. Das hat Es war eine Entscheidung des Verteidigungsministeriums. Also Putin weiste mal die Verantwortung davon sich, und man könne die Ziele der militärischen Spezialoperation, das ist ja die Begrifflichkeit, durch Friedensgespräche erreichen. Die Friedensgespräche aber sind derzeit mit der Ukraine nicht möglich. Das ist eine kluge Erkenntnis. Man versucht derzeit seitens der Russen auch jetzt Gas über die Türkei da einen Hub zu bilden. Und meine Damen und Herren, nichts ist eigentlich für mich sprechender als dann manche Kommentare bei YouTube. Ich bin das gewohnt aus den letzten Jahren von den Bullen. Also die Long-Only sind, die also sagen, Märkte gehen immer nur nach oben, die haben sich dann im Jahr 2022 etwas ruhiger verhalten, sind abgetaucht, jetzt sind sie wieder da. Für mich ein Warnsignal erster Güte. Da schreibt zum Beispiel einer als YouTube-Kommentar auf mein Video von heute Morgen, wir haben den Boden erreicht, ab jetzt geht es bergauf, da kannst du mies machen, wie du willst. Ne? Ja. Der eine, ein anderer, hat noch nie einen Tag erlebt, dass hier einmal etwas Positives berichtet wird, jeden Tag nur negativ. Ja, ich habe schon manchmal versucht, indirekt zu sagen, Leute, viel Potenzial nach unten ist nicht mehr in den nächsten Tagen. In diesem Jahr zumindest habe ich das auch durchaus als indirekte Long-Empfehlung, sagen wir mal so, ausgesprochen. Aber jetzt eben nicht. Aber jetzt will ich ja auch mal was Positives sagen, weil da twittert irgend so ein unangenehmer Miesmacher, nämlich auf Basis der Erklärung heute der Europäischen Kommission ist Deutschland letzter beim Wachstum in diesem Jahr, im nächsten Jahr und auch 2023. Nur Schweden macht uns da Konkurrenz, und dann sagt jemand zu Recht, ja, ist mir zu negativ, denn wir sind ja in Sachen Energiekosten und Steuern sind wir Spitze. Da sind wir Weltmeister. Ja? Das ist einmal was Positives, das möchte ich jetzt einmal auch, ne, dass wir sagen, also das ist ja, da ist ja viel Positiv auch bei uns. Ne? Da sind wir Weltmeister, da sind wir ganz, ganz weit vorne, weil bei uns gilt ja so ein bisschen, Wachstum ist böse. Ne? Dann, wir müssen ins Jahr zurück, 1978, wie Frau Herrmann sagt, da waren die doch auch glücklich, gell? Da gab es auch eine Fußball-WM, wo Deutschland auch früh ausgeschieden ist, gell? Und ein bisschen eine Militärdiktatur, da haben wir auch drüber weggeschaut. Ne? Also 1978, da war natürlich die Wirtschaft halb so groß wie derzeit und damals waren alle glücklich. Und das, da müssen wir unbedingt wieder hin, sagt die Frau Herrmann. Und so glücklich sind wir jetzt, meine Damen und Herren, hier mal eine konkrete Abrechnung, was auf viele wohl zukommt. Strompreis bis zum 31.12. 24,94 Cent die Kilowattstunde, ab 1. Januar dann 250,12. Also ein bisschen mehr als 100%. Ne? Jetzt kann man sagen, ja gut, ist eine leichte Steigerung. Das ist jetzt aber, sagen wir mal,
Nicht viel, ne? Also nicht wirklich viel. Und da kann man nur froh sein, dass wir kein Stromproblem haben, sondern viele Verbraucher haben halt das Problem, dass sie sich den Strom nicht leisten können. Aber wir haben da kein Stromproblem, würde jetzt der Robert Habeck sagen. Ne? Die Leute sind ja nicht insolvent in dem Sinn, sondern sie können halt jetzt nur nicht zahlen für die Heizung, die praktisch halt jetzt nicht mehr warm wird. Ne? Das, man muss es ja auch mal, man muss es ja mal entspannt sehen. Und entspannt ist der DAX, schauen Sie mal her, gell, ist er in dieser Situation, da ist ausgebrochen nach oben, hat jetzt einen RSI, wenn Sie oben mal die Pfeile anschauen, also ist überkauft in einem Sinne, in dem er noch nie in diesem Jahr war. Wir hatten 2021 mal ein ähnlich hohen RSI. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Würde ich in dieser Situation mich da jetzt long rein positionieren? Eher nicht. Da würde ich mindestens einmal auf einen Rücksetzer warten und dann erst einmal genießen, dass wir praktisch ja die Guten sind, denn aufgrund unseres Energiehungers kaufen wir den anderen jetzt das Gas weg, sodass in Pakistan etwa nur noch 8 Stunden am Tag geheizt werden kann oder Gas zur Verfügung steht, die restlichen 16 Stunden nicht. Also man hat 3 am Morgen, 3 am Nachmittag und 3 am Abend. Ich frage mich, wann kommt das bei uns? Ja, da müssen wir auch, wir müssen ja sparen und dann müssen wir sagen, okay, 3 Stunden vormittags, 3 Stunden nachmittags, 3 Stunden abends. Mehr braucht es nicht, gell? Weil damit würden wir ja wahnsinnig viel CO2 einsparen, was dann die Welt wiederum retten würde, wenn wir das CO2 einsparen. Ja? Auf den Gedanken musst du ja einfach einmal kommen, meine Damen und Herren. So, jetzt habe ich eine Empfehlung noch, mal was ganz anderes. Die Crypto Queen OneCoin, das war ein Krypto-Scam, der da abgelaufen ist 2017. Unbedingt empfehlenswert, gerade wenn Sie am Wochenende Zeit haben. Das ist eine Doku, die damals von der ARD oder WDR gemacht wurde und die so viele Parallelen zu dem hat, was heute der Fall ist, würde ich Ihnen mal unter dem Video verlinken, ist in der Mediathek abrufbar. Dann persönliche Bemerkung, ich bin morgen beim Hamburger Börsentag, schaue ich da mal vorbei, gehe da mit dem Stefan Risse, fahren wir da hier und dann schauen wir uns mal um, der hat da Veranstaltungen, ich bin da rein privat, aber wenn Sie vielleicht Zeit und Lust haben und in Norddeutschland irgendwo wohnen, schauen Sie mal vorbei, vielleicht sehen wir uns da, würde mich sehr freuen, weil ich glotze immer nur in eine Kamera, während Sie mein Gesicht sehen, ja, das ist der Unterschied. Und dann noch abschließend 2 Artikelempfehlungen, Inflation in den USA fällt, aber die Wirtschaft wird das Problem, erster Artikel, und so kann Öl aus Russland weiterhin nach Europa gelangen, trotz Sanktionen. Da wird es Möglichkeiten geben, meine Damen und Herren. Also 2 Artikelempfehlungen. Diese Krypto-Scam-Empfehlung vom WDR oder Mediathek halt. Und vielleicht morgen der Börsentag. Jetzt sage ich Servus, ciao, schönes Wochenende. Wir sehen uns.